Das Kulturzentrum Kapfenberg war der würdige Rahmen für die 19. Wirtschafts- und Tourismuspreisverleihung. Kategorien waren Wirtschaft, Bildung, Tourismus und Lebenswerk. Schon die musikalische Einbegleitung durch Harald Trippel mit Schülern der Musikschule Kapfenberg lässt erkennen, dass Können nur mit Ehrgeiz und Fleiß zu erreichen ist. Harald Frager, Vorsitzender des Wirtschafts- und Tourismusverbandes Kapfenberg, konnte namhafte Ehrengäste aus Politik und Wirtschaft begrüßen. Wir haben heuer den 19. Wirtschaftstourismuspreis verliehen an 7 Firmen, das Lebenswerk, den Tourismus, der Wirtschaft. Und das zeigt eigentlich das große Spektrum, was Kapfenberg zu bieten hat. Und das kann man nicht groß genug hervorheben. Wir haben hervorragende Betriebe, wie gesagt, ausgezeichnet, aber auch Persönlichkeiten. Und was auch eine schöne Sache, denke ich, war, wir haben dazu passend auch die jeweiligen Laudatoren gefunden. Und das war eine große Überraschung natürlich für den einzelnen Preisträger. So war die Überraschung groß, als Geschäftsführer Max Ecker von Porsche Austria aus Salzburg angereist, als Laudator das Unternehmen Marichhofer Skoda Autohaus in Kapfenberg als besonders leistungsstarkes Unternehmen hervorhob. Das ist wirklich so, ja. Speziell den Wochenende haben wir wieder eine neue Fahrzeugpräsentation, den neuen Karoq. Das präsentieren wir und haben auch sehr viel vor in der Zukunft. Und der große Dank geht natürlich auch an die Mitarbeiter und an meine Familie. Ich habe nicht erwartet, dass der Geschäftsführer von Porsche Austria hier die Laudat für mich hält. Es war für mich eine sehr, sehr große Ehre und eine Überraschung. In der Kategorie Wirtschaft wurde vom Landesinnungsmeister Kommerzialrat Josef Harp das Unternehmen Kfz Grill KG als sehr vorbildlich gelobt und verwies auf das 50-Jahr-Jubiläum, das vor kurzem gefeiert wurde. Das ist eine sehr besondere Auszeichnung. Wir sind sehr stolz als Kapfenberger Unternehmen mit 61 Angestellten in Kapfenberg, dass wir so einen Preis bekommen haben. Die BBG Baugeräte GmbH wurde vom Wirtschaftskammerobmann Erwin Fuchs als Kapfenberger Traditionsunternehmen gewürdigt. Das ist im Prinzip eine große Ehre für die BBG Baugeräte, nachdem wir seit 75 Jahren am Standort Kapfenberg tätig sind und eben die strategische Entscheidung getroffen haben, im Jahr 2015 einen Neubau des Betriebsgeländes und des Bürogebäudes in die Tat umzusetzen und letztendlich 2016 eingezogen sind und jetzt zukunftsträchtig am neuen Standort aktiv sind. In der Kategorie Tourismus wurde die Stadtgärtnerei von der steirischen Blumenkönigin Eva Spiegel für die vorbildliche Arbeit, die Stadt Kapfenberg blumig schön zu machen, besonders hervorgehoben. Unter dem Motto Kapfenberg macht mit und blüht auf, hat die Stadtgärtnerei schon 5-mal den Blumenschmuckwettbewerb gewonnen und somit die goldene Flora bekommen. Der Preis in der Kategorie Bildung erging an die Fachschule für Land- und Forstwirtschaft Hafendorf und wurde ausführlich vom Landesschulinspektor Johannes Hütter vorgestellt. Den Preis nahm Direktor Franz Doppelreiter entgegen. In der Kategorie Lebenswerk hatte Laudator Diplom-Ingenieur Franz Rotter für Föstalpine die Aufgabe, Magister Johann Weigand zu skizzieren. Immerhin hat Weigand in seiner 40-jährigen leitenden Position dazu beigetragen, dass Böhler in Kapfenberg das ist, was es heute darstellt. Eine große Freude für mich, weil es doch eine Anerkennung ist für meine Arbeit, die ich hier bei Böhler über 40 Jahre geleistet habe. Nun ist es so, das neue Stahlwerk kommt ja auch, das wird Sie sicher auch freuen. Die Investition in das neue Stahlwerk ist ein Verdienst von allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, natürlich primär vom Management. Ich konnte einen kleinen Beitrag bis zu meinem Ausscheiden leisten. Aber wichtig wird es nun sein, dass man dieses riesige Projekt, und es geht schließlich um ein Investment in der Größenordnung von 330 bis 350 Millionen Euro, zeitgerecht und im Kostenrahmen abwickeln kann. Und das wünsche ich mir und das wünsche ich natürlich meinen Kollegen, die das bewerkstelligen müssen. Ebenfalls für sein Lebenswerk wurde Ingenieur Manfred Wegscheider als ehemaliger Bürgermeister der Stadt Kapfenberg ausgezeichnet. Sein Wirken in der Kommunalpolitik skizzierte Anton Lang, Landesrat in der steirischen Landespolitik, sehr eindrucksvoll.
Es war für mich sehr berührend. Es war die Laudatio von Herrn Landesrat Lang. Es war aber das Ganze rundherum etwas, was mir mehr wie Freude bereitet hat. Ich habe aber alles getan im Interesse der Stadt und der Menschen dieser Stadt. Das heißt, mein Lebenswerk ist in Wirklichkeit wahrscheinlich eines wie viele andere auch, für die Menschen da zu sein, mit den Menschen gemeinsam zu arbeiten und Mut für die Zukunft zu zeigen, das ist in unserer Zeit besonders wichtig. Kapfenbergs neuer Bürgermeister Fritz Kratzer zieht eine sehr positive Bilanz darüber, was diese Preisverleihung an Aussagekraft beinhaltet hatte. Wir sind auch sehr stolz und ich glaube, das ist einfach eine besondere Auszeichnung und da kann man wirklich die Menschen der Unternehmen, die erfolgreich sind, aber mal die Menschen vor den Vorhang. Man redet ja oft über Unternehmen, die erfolgreich sind, aber weniger über die Menschen. Und sie haben ja heute stellvertretend für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter diese Auszeichnung entgegengenommen. Aber ich glaube, dass es bei uns sehr gut läuft, wir die Nase vorn haben, tolle Unternehmen haben und in allen Bereichen tolle Unternehmen haben. Da gehört eben der Handel genauso dazu, da gehört das Handwerk dazu und man hat die breite Palette gesehen, die da heute geehrt worden ist. Jedenfalls ließ man die feierliche Verleihung des 19. Wirtschafts- und Tourismuspreises bei einem Buffet von Restaurant Schicker und Musik der Musikschüler unter der Leitung von Harald Trippel gemütlich ausklingen. Importiert aus Amerika feiern auch wir am 31. Oktober Halloween. Wir haben die Brugger Bürger gefragt, ob sie denn auch wissen, woher dieser altkeltische Brauch tatsächlich stammt. Halloween, was sagt ihr denn das was? Von wo kommt der Brauch? Was ich weiß, von England oder Amerika, also nicht von Österreich. Und was soll der über aussagen? Ja, ich bin eigentlich nicht dafür für Halloween. Ich finde eigentlich, unsere Bräuche wären schöner, wie zum Beispiel das Frisch und Gesund oder ja, Neujahrswünsche. Also für die bin ich, aber für die Ausländischen bin ich nicht so. Halloween, wissen Sie, von wo das kommt? Von Amerika. Und was ist das eigentlich? Können Sie das mal so ein bisschen beschreiben? Mei, was ist dass man gegen die bösen Geister kämpft, oder? Für das ist Halloween, glaube ich halt. Und dass man die Kinder erfreut macht mit Zuckerl. Am 31. Oktober ist nicht nur Weltspartag, sondern auch Halloween. Sagt ihr denn das was? Ja. Ist nicht meine Freude. Und von wo kommt das? Aus Amerika. Halloween. Wisst ihr, von wo der Brauch kommt? Irgendwo von Amerika, glaube ich, aber ich bin mir jetzt nicht sicher. Ja, ich glaube von Amerika. Und du? Amerika. Wisst ihr, dass das eigentlich ein keltischer Brauch ist? Ich habe schon mal gehört, aber... Kuss habe ich es jetzt dann nicht, mit Sicherheit.